So, und da bin ich wieder. Ja, jetzt könnten wir eigentlich auch das mit Baba Yaga hier machen. Naja, die Truhe wollte ich ja machen zuerst und dann Baba Yaga. Hier die Mission. Suche nach Großvater. Okay, was ist das gerade? Wo kommen die denn wieder her? Ich warte, bis er gelb wird. Jetzt. Und ihn. Ein dreimal lautloser Kill. Gibt es hier noch jemanden? Die Wölfe wahrscheinlich, die irgendwo hier sind, oder? Was hat es mit dieser Kiste eigentlich auf sich? Wieso leuchtet die Kiste eigentlich? So, nehmen wir mit. Hatten nur die beiden gefehlt, okay. Ja, aber wo kamen die denn her? Oder tauchen die da jetzt immer und immer wieder auf? Ich habe eine Idee, wie wir das da aufkriegen. Nein! Ah, Lara! Genau, da haben wir das Ding. Hier ist irgendwo noch einer in der Nähe. Den sehe ich nun nicht. Echt, jetzt die Fliege nervt. Herausforderung abgeschlossen. Ins Dunkel. MP-Komponente. 1 von 4 gefunden. Das war's.
Mehr ist hier nicht. So. Kümmern wir uns jetzt mal um den Puma, beziehungsweise den Schneeleoparden. Ich will immer Puma sagen, tut mir leid. Ach, da oben war der immer. So, das nehmen wir auch mal mit. Hier ist ein Pfad. Gut ausgetreten. Und auf. So. Neues Lager entdeckt. Gefrorene Klamm. So. Ein Fähigkeitenpunkt haben wir wieder. Machen wir hier mal irgendwie wieder was. Holzspitzgeschosse. Stellen Sie Pistolenkugeln her, die großen Schaden verursachen und sich für eine tödlichere Wirkung beim Aufprall ausweiten. Abrissexperte, fortschrittliche Techniken verleihen allen hergestellten Handobjekten einen größeren Detonationsradius. Leichenfallenspezialist, stellen Sie mit Leichen von Feinden Fallen her, die ein tödliches Gift. Oh, ja. Halten Sie RB in der Nähe von feindlichen Leichen gedrückt, um mit Ihrem Körper eine Falle zu bauen. Wenn andere Feinde einen präparierten Körper untersuchen, detoniert die Falle und es wird eine lautlose Giftfolge freigesetzt, die alle Feinde in der Nähe ausschaltet, ohne andere Gegner zu alarmieren. Ja, das liebe ich. Alles klar, Falli, dann dir einen wunderschönen Abend. Schlaf gut, gute Nacht und dann bis zum nächsten Mal. Und danke, dass du dabei warst heute. So, Gewehrmunitionsbeutel. So, was haben wir hier? Seil, Steigklamme und Dietrich. So, Waffenupgrades. Wie würde das aussehen? Weiß ich noch nicht. Okay. So, modifizierter Schlagbolzen oder... Machen wir den. So, dann bis bald, Falli. Was kannst du mir noch über das gottlose Tal erzählen, Nadja? Meine Leute meiden diesen Ort. Schon seit Jahrhunderten. Als die Sowjets hier waren, wollten sie dort einen Vorposten errichten. Aber sie haben Baba Yaga verärgert. Und sie hat sie alle verrückt gemacht. Großvater hat mir alles über sie erzählt. Sie wohnt in einem magischen Haus, das auf Vogelbeinen läuft. Glaubst du denn daran? An das Haus mit Vogelbeinen? Ich glaube, Großvater. Er war im Gulag, als die Sowjets meine Oma ins Tal brach, um beim Erforschen der Ruinen zu helfen. Die Hexe hat sie ermordet. Das hat er nie vergessen. Aber eine richtige Hexe? Aus einem russischen Märchen? Klingt unwahrscheinlich. Tja, sei vorsichtig. Irgendwas ist in dem Tal. An diesem Ort passiert nichts Gutes. Ja, bin gespannt. Was da auf uns zukommt. Shit. Langsam.
Stimme Gottes, optionales Herausforderungsgrab. Lara, warte. Ich empfange eine Übertragung. Das musst du hören. Overwatch, kommt! Sofortige Evakuierung! Scheiße! Was zum Teufel ist das? Das war die Hexe. Irgendwas geht da draußen auf jeden Fall vor. Egal was es ist, wir werden es herausfinden. Bin wirklich gespannt, wie das gleich aussieht. Ich habe das nämlich vergessen. Irgendein Zeichen vom Großvater? Bist du noch auf dem Weg zum Tal? Nein, aber ich gehe bald zurück und schaue nach. Nimm den hölzernen Steg an der Klippe. Er führt direkt dorthin. So. So, Forschertasche. Hier ist eine Forschertasche in der Nähe. Hier. Was haben wir jetzt? Geheimnis entdeckt. Überlebensversteck. Überlebensversteck. Und hier auch noch direkt eins. Vor mir irgendwo. Was höre ich da? Da, erster Blick hat wieder zugeschlagen. Wenn ich das Tor runterlasse, kann ich höher hinaufklettern. So, was haben wir hier? Karte aktualisiert. Das war irgendeine Art Schrein. Die Menschen sind hierher gepilgert. Ohne diesen Ort, diese göttliche Skulptur aus Wind und Stein, wären wir verloren gewesen. Die Geschichte des Spähers, der diesen Ort fand, kennen wir alle. Aber die meisten von euch wissen nicht, wie nah wir dem Tod waren. Verirrt in den Bergen, ohne Nahrung, ohne Hoffnung. Wir hatten Zweifel am Propheten bekommen. Aber der Späher hörte den Klang und nahm ihn als Zeichen. Er allein stieg die Klippen hinauf, angelockt von der Musik. Und dort sah er unsere Rettung. Dieser Schrein ehrt nicht nur ihn und seinen Mut, sondern die Kraft unseres Glaubens. So, was haben wir hier noch Neues bekommen? Hier Dokumente. Magnesiterz. Liegt hier rum. Da vorne. Ach, auf der anderen Seite. Okay. Aber hier ist noch ein Dokument. Ich würde lieber die Dokumente und Relikte eben schnell einsammeln. Es ist nicht mehr weit bis zum gottlosen Tal. Geh einfach den hölzernen Steg an der Klippe hinunter. Ich glaube, ich muss doch dahinter. So, wenigstens funktioniert das Gegengewicht noch. Mist, das Gegengewicht hängt fest. Ich muss durch diese Tür. Okay, wie mache ich das?
Okay, das bringt nichts. Ah, warte. So, und jetzt? Ach, verdammt. Auf der Höhe bringt es gar nichts. Okay, wie komme ich wieder zurück? Da will ich nicht runterfallen. Gegenwicht mit der Winde verbinden können. Ja, ich würde gern wissen. Oh, hier haben wir noch ein Dokument. Es heißt, das erste Mal den Klang zu hören, vergesse man nie. Meine Eltern waren mit mir hier, um das Mysterium des Schreins zu erleben. Irgendwann bringe ich meine eigenen Kinder her. Es heißt, ohne die Musik der Berge wären unsere Vorfahren bis zu ihrem Tod umhergewandert. Doch dann haben die Berge sie heimgerufen, so wie sie auch mich rufen. Das Gegengewicht, wenn ich es nur losbekommen könnte. Ah, ich sehe schon, hier könnte ich durch. Das heißt, ich kann die Tür wieder aufmachen. So. Ein bisschen Eis ging auch noch kaputt. So. Ah, okay, ich muss auf den Wind warten. Ich muss das besser abpassen. So. Perfekt. So, jetzt. Unglaublich. Eine natürliche Formation. Okay, sieht auch cool aus. So, da sehe ich Loot. Es ist ein Kodex mit verschiedenen Betrachtungen zur Willenskraft. Innere Stärke gemeistert. Wenn Sie im Kampf schwere Verletzungen erleiden, der Bildschirm wird dann grau. Wird ihre Gesundheit automatisch steuert. Diese Gesundheit, Sofortregeneration, erfolgt nur einmal pro Kampf und wird zwischen den Kämpfen aktualisiert. Grab abgeschlossen, Stimme Gottes. So, wenigstens ist der Wind jetzt mal vorbei. Apropos Wind, da war noch ein Relikt. Ach, ne, hier ist das. Okay. So. Sieht aus wie Manipel. Eine Zeremoniekleidung, die Priester beim Messen trugen.
So. Okay, der Wind geht wieder los. Hier ist ein kleines Lager. Großvater scheint es ja bis dahin geschafft zu haben. Du bist schon fast im Tal. So. Gibt's hier auch noch was zum... Ja, hier gibt's ein Relikt. Okay, jetzt ist die Frage... Ich glaube, die Truhe eher zuerst. Die hier sein soll. Hä? Ach so, ich bin... Ja gut, das ist weiter oben. Im Questgebiet, also auch Hauptquest. Nadia, ich glaube, ich habe dein gottloses Teil gefunden. Ich weiß nicht, ob es Baba Yaga ist, aber hier draußen ist etwas. Sei vorsichtig. Das ist ihr Land. Nadia, meine Enkeltochter. Mittlerweile weißt du es. Ich werde in das Tal gehen, um die Hexe zu vernichten. Baba Yaga, ich werde Rache für deine Großmutter nehmen. Es sind Neuankömmlinge in unserem Tal, bewaffnete Männer, die in Helikoptern kommen. Ich weiß nicht, was sie wollen, aber wenn ich gehen will, ist dies meine letzte Chance. Du verdienst es, die Wahrheit zu erfahren. Den Grund. Dein Großvater ist kein weiser Mann. Mit harter Arbeit bin ich ein guter Mann geworden für deine Großmutter. Aber das war nicht immer so. Ich kam aus dem Westen, wo selbst ein kleines Dorf tausende Einwohner hat. Ich war ein fauler Bursche und beim Eintritt in die Partei träumte ich von einem unbeschwerten Leben. Einem bequemen Schreibtisch in der großen Stadt. Aber sie schickten mich hierher ans Ende der Welt. Um Männer und Frauen arbeiten, hungern und sterben zu sehen. Um Teil ihrer Bestrafung zu sein. Ich wusste, dass das böse war, aber ich wusste nicht, wie man kämpft, bis ich sie traf. So, gibt's hier noch mehr zum Mitnehmen, Looten? Hier habe ich nichts, aber 12 Reisepunkte habe ich auf jeden Fall zur Verfügung. Hatten wir um 0700. Zuerst glaubten wir, dass er an einem Angriff auf die Anlage beteiligt war, doch er entfernte sich durch eine nicht kartierte Schlucht. Wir wurden autorisiert, ihm mit etwas Abstand zu folgen und schon sind wir auf Ruinen und andere vielversprechende Zeichen gestoßen. Wir versuchen hier draußen die Ruhe zu bewahren, aber das sieht nach einem großen Fund aus. Dieser Entdeckungsbonus ist uns so gut wie sicher. So, gibt's Komme ich da irgendwie durch? Habe ich irgendwas, um das in die Luft zu jagen? Ich glaube nicht. Weiter.
Lara. Dad? Nein. Das kann nicht sein. Nein. Warte. Halt. Wo bin ich? Wie weit geht dieser Weg? Keine Ahnung. Ja, wenn ich wüsste, wohin. In den Mythen steckt die Wahrheit. Ich will nur weg. Bitte. Nein. Nein, das ist nichts. Wer bist du? Komm und sieh. Das ist unmöglich. Das ist nur ein Mythos. Okay, geht schon gut los hier. Jo, wo kommt... Wo kommen die ganzen Viecher her? Ich glaube, ich habe halluziniert. Gott, ich hoffe es. Halluziniert? Es gibt im Tal eine Blume, die Vision verursachen kann. Aber ihre Wirkung ist zu schwach. Weißt du, was das für ein Ort ist? Ich sehe Rohre und Leitungen. Sowjetisch, wie es aussieht. Das muss der Vorposten der Sowjets zum Erforschen der Ruinen sein. Meine Großmutter war Wissenschaftlerin. Sie sollte dort bei den Forschungen helfen, aber... Das war das letzte Mal, dass Großmutter war. Es gab nur einen Überlebenden. Ein Offizier kam nach ein paar Wochen angestolpert. Er sagte, die Hexe hätte sieben Dinge tun lassen. Okay, ich freue mich schon, gegen Baba Yaga gleich zu kämpfen. Gibt's hier noch irgendwas? Wie
Wieso leuchtet dieser eine Schraubenschlüssel? So, da geht's nach oben. Wie sieht's hier aus? Wo führt das hin? Ah, hier. Ich habe meine Tochter nie im Arm gehabt. Sie nahmen sie mir auf dem Operationstisch weg. Ich wollte kämpfen, aber sie sind viele und ich bin erschöpft. Dann schafften sie mich fort, rissen unsere drei Herzen auseinander. Sie brachten mich in ein verstecktes Tal mit uralten Ruinen. Sie sagen, wenn ich kooperiere, werde ich meine Familie wiedersehen. Ich werde diesen Monstern niemals trauen. Aber ich habe keinen besseren Plan. Hier gibt es seltsame Blumen. Der Pollen verwirrt meine Entführer zusehends. Und sie wagen sich nicht weiter als bis zu unserem kleinen Vorposten. Sie brachten mich her in der Hoffnung, dass ich ihnen mit meinem botanischen Wissen helfen würde, ein Gegengift zu finden. Endlich hat der Staat eine Verwendung für mich. Ich nicke und lächle. Ich spiele mit. Aber sie können mich nicht noch einmal brechen. Für meine Tochter, für Ivan, werde ich leben. Okay, gut, wir gehen mal weiter. Jemand war hier, vor kurzem. Hat auf den Ruinen aufgebaut. Was siehst du? Eine Art provisorische Destille. Genau wie die Blumen. Scheiße. Na klar, sie verfeinert den Pollen. Macht ihn zur Waffe. Es gibt hier keine Magie, Nadja. Nur eine sehr schlaue Person. Aber warte, wenn sie nur ein Mensch ist, würde der Pollen nicht auch bei ihr wirken? Wenn sie dagegen ankommt, können wir es auch. Okay, wie senke ich den ab? Hier. Okay. So. Und dann nochmal so. Und abwarten. Nice. Tal verschleppt haben. Weg von Ivan und meiner Tochter. Sie haben mich beauftragt, einen Weg zu finden, die seltsame Wirkung des Pollens zu bekämpfen, der in der Luft hängt. Ich glaube, jetzt habe ich eine Formel, die wirken könnte. Ein Extrakt aus den Samenkapseln der Pflanzen. Die Leber von Tieren, die die Blumen fressen und die Toxine im Stoffwechsel haben. Ein Phenothiazin-Derivat. Die letzte Zutat ist ein Risiko. In der Gegend um den Gulag wird das Mittel in großen Mengen als Insektizid verwendet. Aufgrund der chemischen Ähnlichkeit mit anderen Verbindungen, die ich studiert habe, könnte es auch als rudimentäres Neuroleptikum fungieren. Oder es könnte giftig sein. Ich werde die Mischung heute an mir selbst testen. Ich habe etwas gefunden. Einer der Gefangenen hat eine Formel aufgeschrieben, die dem Effekt des Pollens entgegenwirken könnte. Das muss von meiner Großmutter sein. Die Hexe hat sie umgebracht und jetzt wird sie helfen, Großvater zu retten. Genau wie in seinen Geschichten. Nadja. Hab Vertrauen, Lara. Geh zurück zur Sowjetanlage, wo wir uns getroffen haben. Ich helfe dir zu finden, was du brauchst. Wie jetzt? Muss ich jetzt nochmal zurück oder was? Das Gegengift herstellen. Okay. Die Sowjetanlage.
Ich dachte, ich kämpfe hier jetzt schon gegen Baba Yaga. Nein! Wie ist das denn bitte passiert? Okay, immerhin ist gespeichert. So, wo muss ich? Da nach oben. Okay. So. Und hier. Das muss ein Gefäß sein, in dem Weihrauch verbrannt wurde. Aber es wurde verändert. Okay, was wurde daran verändert? So. Ich glaube, wir müssen da lang. Okay. Das Insektizid habe ich eine Idee, wo wir etwas davon finden könnten. Großvater hat mir beigebracht, Russisch zu lesen. Ich gehe gerade alte Ausrüstungsverzeichnisse durch, um zu sehen, wo sie es aufbewahrt haben. Ich sag Bescheid, wenn ich es gefunden habe. Okay. Dann werde ich jetzt die anderen Vorräte sammeln. Kriegen wir hin. Haben wir wieder was Neues hier? Ein Fähigkeitenpunkt. So. Hier können wir noch den hier machen. Ausweichkill. Ich frage mich, ob der Schneeleopard noch da ist. Beziehungsweise wieder da. Okay, also in die Höhle erst einmal.
Okay, haben wir erledigt. Kurz Panik gehabt wegen den Wölfen. Das sind die Blumen. Jetzt brauche ich die Samenkapseln. Also Gegengifte ja, herstellen? Das hier willst du sicher hören. Ich halte dich rein. Team Bravo wird noch vermisst. Seit dem Notruf haben wir keine Übertragungen mehr bekommen. Wir müssen ein Rettungsteam losschicken. Beendet die Patrouille bei der Sowjetanlage. Versucht die Spur des einheimischen Mädchens aufzunehmen. Sie hat was mit dem Verschwinden von Bravo zu tun und wir brauchen mehr Infos, bevor wir weitere Leute einschicken. Verstanden? Kannst du dich in Sicherheit bringen? Ich bin in einem alten Unterschlupf und habe draußen Seilfallen aufgestellt. Im schlimmsten Fall gibt es einen Tunnel, durch den ich fliehen kann. Aber ich muss die Liste noch fertig lesen. Ist das normal für dich, Lara? Ich bin das nicht gewohnt. Also, dass man mich umbringen will. Ich glaube nicht, dass man sich daran gewöhnen kann. Also, pass auf. Noch mehr Wölfe. Warte mal, war das nicht eigentlich das, wo die Dings drinne waren? Wo sind die hin? Wurden die gefressen oder wie? Und wo sind diese Kapseln-Dinger? Ich glaube, die wurden gefressen. Ah, hier. So. Das müsste genug sein. Hier Schleber noch. So. Den haben wir auch erledigt. Komm, hier. Ich muss ihn looten. So, wo sind die Hirsche? Kann ich das hier sehen? Da hinten. Ist doch ein bisschen schlecht zu sehen. Wo sind... Holz habe ich auch nicht. Also habe ich schon voll. Vielleicht einmal kurz hinsetzen. So. Herz aus Stein. Sie erleiden erheblich weniger Schaden durch feindlichen Beschuss und Nahkampfangriffe.
Der Effekt verstärkt sich mit der Dickhaut. Heute die Fähigkeit. Machen wir mal. So, Inventar-Upgrades. Was können wir uns holen? Wir können uns das hier jetzt leisten. Schaftpatronenhalter. Und hier kann ich jetzt mir nichts mehr leisten. Schade. Da habe ich einen. So. Gesammelte Hirschlebern. Ein von zwei. Jetzt brauchen wir noch einen Hirsch. So, da hinten gab es auch noch irgendwo. Genau, hier jetzt links halten. Nein! Was hat das Verletzte? Ja, den haben wir. Diese Chemikalie aus Großmutters Notizen. Phenothiazin. Ich glaube, ich habe sie gefunden. Sie haben sie in den unteren Stockwerken des Kupferwerks aufbewahrt und damit im Sommer die Termiten bekämpft. Bist du sicher, dass es diese Chemikalie ist, Nadja? Ich bin sicher, dass es die Chemikalie aus Großmutters Rezept ist, aber ich weiß nicht, ob man sie gefahrlos trinken kann. Das werden wir wohl rausfinden. Ich gehe jetzt dorthin. Wo muss ich dafür hin? Ja, super, okay. Also, der Hauptquest auch hinterher. Geht schon gut los. Autsch. Ja, dann machen wir auch ein bisschen Hauptquest mit. Wieder allein. Steigen Sie auf das Kupferwerk, um den Mineneingang zu erreichen. Lara, geht's Ihnen gut? Ja, ich bin am Fuß des alten Sowjetwerks. Ich bin auf dem Weg zum Mineneingang im oberen Teil der Anlage. Können wir uns dort treffen? Ich bin unterwegs. Nein, das wollte ich nicht. So. Aber wenigstens wieder ein bisschen Munition vielleicht einfach so verballert. So, hier, da haben wir was. Genossen, dieser Bericht erreicht euch aufgrund einer einmaligen Entdeckung in den Bergen bei der Freiheitsstation. Unser Minentrupp ist zu einem gewaltigen Hohlraum durchgebrochen, voller unglaublicher Ruinen und Artefakte, wie sie noch nie im Mutterland gefunden wurden. Die Arbeiter, die wir unter den Einheimischen rekrutiert haben, waren nach der Entdeckung sehr aufgeregt. Sie wissen etwas über diese Ruinen.
Wir werden die Gefangenen rund um die Uhr bearbeiten. Ich glaube, wir stehen kurz vor einer noch sagenhafteren Entdeckung. Gibt's hier noch mehr? So, dann können wir jetzt eigentlich... alles mal einsammeln, was wir hier nicht einsammeln konnten. So. Eine Münze haben wir wieder. Wie viele Münzen haben wir gleich? Müssen wir auch mal schauen. Noch eine Skulptur. Aber diese sieht aus wie ein Spiel. Diese Teile kommen mir bekannt vor. Die habe ich doch irgendwo schon mal gesehen. Ich kenne das Spiel nicht. Also vielleicht ist das ein Puzzle oder sowas. Okay, das kriege ich nicht auf. Wahrscheinlich kriegen wir hier eine Schrotflinte oder sowas. So, die nächsten Relikte dann gleich. Apropos, da gab es eine Leiter, genau. Müssen wir hier auch nochmal hoch? Ah, okay. Und so. Gefunden. Ich vermische jetzt die Zutaten. Was Neues von der Patrouille? Hab gerade eine Übertragung empfangen. Sie sind auf dem Weg. Wo sind sie jetzt? Sie. Oh nein. Sie kommen direkt auf dich zu. Aber es ist vermutlich zu spät. Tut mir leid, Lara. Verdammt. Nein! Nee! Gibt's hier noch mehr? Ja, ich höre schon noch mehr. So, wo ist denn der? Da. Autsch. Bereit zu testen, ob das Gegengift wirkt? Gleich. Ehrlich gesagt, kann ich mir was Schöneres vorstellen. Wenn es wirkt, stelle ich welches her und treffe dich im Tal. Ich sag Bescheid, wenn ich dort bin. Erstmal will ich den ganzen Loot hier einsammeln. Was wir sonst noch finden. Nein, okay, das wird nicht reichen. Autsch. Okay, das kann ich nicht aufmachen. Ob das Herausforderungsgrab hier wahrscheinlich hier. Metallbarrieren. Zerstören Sie Metall mit Sprengladung. Okay. Sprengladung habe ich jetzt gerade nicht. Glaube zumindest nicht mit. So. Okay.
Käfige. Als wären sie Tiere. Das nehmen wir auch mal mit. Anna teilt unseren Glauben nicht. Oder ihr Hiersein hat andere Gründe. Sie ist hin und her gerissen. Ich merke das. Mir ging es auch mal so. Aber wir müssen hier alle unseren Teil beitragen. Ich übernahm einen Wachdienst, um ein Opfer zu suchen. Und tatsächlich habe ich eine Verbliebene erwischt. Ich ließ mir Zeit. Tat es mit den Händen, um zu sehen, wie das Licht in ihren Augen erlosch. Ich blieb bei ihr, bis sie kalt war. Magie. Konstantin sagt, dass wir mit der Quelle ewig leben werden. Dass wir das Angesicht Gottes sehen werden. Aber das habe ich schon. Genau hier soll ich sein. Hat gedauert, es zu finden. Aber das ist es. Ich bin zu Hause. Molotow-Cocktails? Nee, will ich jetzt nicht machen. Wollte ich nur Sachen looten. Konstantin hat sie untergehen sehen, aber er ist nicht überzeugt. Halten wir einfach die Augen offen.